Meine über alles geliebte Silvia, heute möchte ich dir danken. Ja, ich danke dir für die letzten 10 Jahre. Eine Zeit voller wunderschöner Begegnungen, angeregter Gespräche. Du bist für mich einfach... Kann ich Ihnen schon was zu trinken bringen? Ja, wir hätten ganz gerne 1/2 Liter von dem roten Chateau Villeneuve, bitte. Sehr gerne. Danke. Du hast gerade mit dem Kellner geflirtet. Oh, Gerd, ich bitte dich. Nein, das habe ich ganz genau gesehen. Jetzt übertreibst du aber, oder? So, der Chateau Villeneuve. Bitte sehr. Gefällt. Mhm. Du hast ihn angefasst. Oh, du bist ja echt paranoid. Entschuldige mal bitte, ich habe ganz genau gesehen, dass du den Mann angefasst hast. Was wünschen Sie zu speisen? Ja, ich hätte ganz gerne das Kalbsragout. Ja. Aha. Ich weiß es noch nicht genau. Hm? Kommt ganz drauf an. Mhm. Sag mal, da läuft doch was zwischen euch. Och, Gerhard, jetzt hör doch mal auf mit deiner dauernden Eifersüchtelei. Nein, das merke ich ganz genau. Da läuft was zwischen euch. Ich hätte da heute was ganz Besonderes anzubieten. Ach ja? Ja. Ein Gericht so stark gewürzt und abwechslungsreich, dass es ihre Sinne bis an die Grenzen des Fassbaren steigern wird und sie in den Gourmet-Himmel hochkatapultieren wird. Oh, das fühlt sich, ich meine, das hört sich ja gut an. Ja? Mhm. Halt! Ich bin doch nicht blind! Du hast doch mit dem Mann was vor! Gerd, bitte. Nur weil wir uns seit 10 Jahren kennen, bin ich doch nicht dein Eigentum, oder? Gerd. Ich bediene dich jetzt seit 10 Jahren, ja? Und ich unterhalte mich auch wirklich gern mit dir. Aber verheiratet bin ich verdammt nochmal immer noch mit meinem Mann.